weit übers Meer. Von Genua bis nach Bombay mussten wir fahren. Wir, die Mannschaft der deutschen Himalaya-Expedition 1937. Troll, Luft, Fankhauser, Pfeffer, Hartmann, Wien, Göttner, Hepp. 80 Zentner Gepäck, Proviant, Zelte, Schlafsäcke, Eispickel, Seile. Die gesamte Bergausrüstung 170 Kilometer weit über Berg und Tal zu schleppen, das geht doch über unsere Kräfte. So sind wir auf die Hilfe der einheimischen Träger angewiesen. Am anderen Lagerfeuer rasten Kirgisen aus Jharkhand. Einige von ihnen sind fast 90 Jahre alt. Wir verstehen uns gut mit ihnen. Vielleicht, weil wir alle Pilger sind. Doch haben sie das Ziel ihrer Pilgerfahrt schon erreicht. Mekka, die heilige Stadt. Gespannt sehen wir jeder Biegung des Weges entgegen. Denn wir wissen, bald werden wir den Nanga Parbat erblicken. Wir fiebern vor Erwartung, denn nur an einer Stelle unseres Weges bekommen wir den Hauptgipfel zu Gesicht. Dann erst wieder hoch oben auf dem Firngrat, dicht vor ihm. Endlich sehen wir unser Ziel.